Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Ich bin hier wieder in Monterrey Journey mit ein bisschen mehr Kohle an den Backen. Wir haben die ersten Misaglas Schuhe schon. Ich habe ein bisschen eingekauft, ein bisschen Geld eingesammelt und ja, also eigentlich nicht mehr. Und halt noch schnell eingekauft. Und ich wollte mit euch die... War das hier? Nein. Das sind die Archetypen. Nein, hier. Genau. Ich wollte mit euch ein bisschen hier jetzt mal Distanzwaffen, lange Waffen machen. Einfach nur, damit wir mal ein bisschen in die Übung kommen und die Sachen lernen. Das kostet auch Geld. Genau. Das möchte ich nochmal sehen. So, wir haben... drei mittlerweile. Cool. Nur noch einmal, Ezio. Sehr schön, wir haben... gut gemacht, Ezio. Jetzt mehrere Messer auf einmal. Sehr schön. Anderes Tutorial. Sehr schön. Erste Fähigkeit, die wir dazugelernt haben. Dann haben wir noch lange Waffen und zweihändige Waffen. Okay. Yo. Bene, bene. Sehr schön. Was? Viel besser. What? Ein letztes Mal noch. Das ist eine super schöne Attacke. Wie ihr seht. Damit haben wir auch wieder was gelernt. Wenn wir denen die Waffen abnehmen. Mit dem Stab zu kämpfen ist dann echt easy peasy. Und es wird noch eine Pistole geben, wie ihr schon seht. Das ist ja voll der Spoiler schon. Genau. Zugleich gibt es auch hierfür. Einmal noch, Ezio. Und Messer, Schwert weg. Exzellent! Noch einmal und das war's. Und BAM! Ah, geschickt, elegant! Also, das ist echt eine gute Sache. Auch die große Axt ist eine coole Sache. Die können wir ja den Gegnern immer abnehmen, glücklicherweise. So, das hat uns jetzt alles gekostet, lustigerweise. Kommt jederzeit wieder. Das habe ich gar nicht abgepasst, tatsächlich. Aber es hat uns jetzt alles gekostet. Bedeutet, wir können jetzt auch gucken, dass wir einfach, ja, weitermachen. In Forlì wird dann dementsprechend, in Forlì sage ich schon, in Monterrey Journey wird das Geld dann dementsprechend auch nach und nach gebunkert. Ich würde nach Venedig, wir müssen ja noch ein bisschen weitermachen. Venedig. Ich würde mal nach San Marco, ich weiß nicht, ob es der richtige Ort ist. Irgendwo gibt es dann nochmal Questen. Eine neue Queste. Die gilt es dann auch weiterzumachen. So, da werden wir dann. Hoppala. Hallo. Danke. Nein. Ich wollte jetzt gerade. Ich habe jetzt ganz kurz auf mein Handy geguckt, weil da war irgendwas. Hab's schnell weggeklickt und dann wäre ich fast gestolpert. Entschuldigt bitte. Ja, während der Aufnahme aufs Handy schauen. Was macht denn da eigentlich Lonzo? Weil vor dem Palazzo Dandolo stattfinden wird. Signore Frangibus Dandolo wird höchstpersönlich das Festkomitee. Aua. Ich hasse es, wenn sich irgendein. Ja, weißt du, was ich hasse, wenn mich jemand wegschubst und ich eigentlich zur Natur will? Abfahrt. Oh. Sondern nicht mal wenig. Soli. Na, Keller, genau. Gut. Ach, guck mal, da vorne ist es ja schon. Ich bin gespannt, was kommt. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchstpersönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Also es gibt noch andere. Wir lernen immer mehr dazu. Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich.
aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Ach, da war wohl kein Doge. Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretin, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist? Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Duschen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr werdet dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Die gehen da links rüber, also schon in Ordnung. Ich höre nichts mehr. Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein. Wechseln wir auf ein Messer, man weiß ja nie, wann man die braucht. Meine Füße tun mir weh. Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen? Kennt ihr einen wirklich sicheren Ort für Gespräche wie dieses? Oh. Mal gucken, dass ich irgendwie runterkomme. Oder so. Moment mal. Okay, sehr gut. Wenn Sie auf der Piazza. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr für Subtilitäten, meine Brüder. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Ja. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift, Vetter? Oh oh. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Shitty. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Ich hätte oben bleiben sollen. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt er womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Messer. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet, aber er ist nicht der Gesprächigste. Alter, dein fucking Ernst. Der hat mich... Ich hab den Null gesehen, aber dass der mich auch sofort angreift.
Alter, was eine dreckige. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreicht? Vetter. Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Kalmer, kalmer, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Oh. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori. Wir sollten schneller gehen. Wir sind jetzt hier. Ich fühle mich beobachtet. Da vorne ist der Hai. Alles gut. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Hier sind wir im letzten Mal. Er hat zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Muss ja auch nicht sein. Okay. Perfekt. Alter, kurz vorm Schluss Ende. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Tja. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig entschlafen. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Ah, va bene, va bene. Dann ist es entschieden. Okay. Dann wird er wohl also mit Arsen vergiftet werden. Oder sollte vergiftet werden sollen können. Sehr schön. So, da. Also. Entschuldigung. Es sind anscheinend noch ein paar Köpfe, die wir, ja, töten müssen. Naja, Köpfe töten, aber. Boah, ein paar Köpfe, die wir noch eliminieren müssen. Ein paar Menschen. Ein paar Gegner. Vergebt mir, Maestro. Aber ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch?
euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht. Er weiß zu viel. Er weiß, dass wir da waren. Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Tja, er ist ja nicht dumm, ne? Entschuldigung. Mal schauen, was Antonio zu uns sagen wird. Aber ich würde mir wünschen, die ihr alle zu eliminieren nach und nach. Das wäre nämlich gar nicht mehr so schlecht, bevor die Macht... Macht übergeben wird an Leute, die dann nie wieder loslassen wollen, ne? Das ist ja das Problem. Also die sind dann viel zu mächtig, die Templer. Und haben zu viel Kontrolle über eine Stadt, um uns die ganze Zeit suchen zu lassen. Also, der Dojo muss beschützt werden. Und das war leider nicht der Dojo-Palast. Auch wenn er wunderschön ist, der Palast hier. Der Palazzo. Hi. Ciao, bello mio. Come stai? Bist du schon wieder zurück? Desolato, mia cara, aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen, es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier. Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia. Und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Einen Weg finden, um in den Palazzo Ducale zu kommen. Palast des Duchen. Jetzt kommt der Duchenpalast. Diese Sache mit dem Dogen. Duchen. Schlimm. Dogenpalast. Obwohl mich ein solcher Duchen. Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Mhm. Ach so. Ach, ich glaube, wir müssen ihm folgen. Ich war jetzt schon verwirrt. Okay, dann laufen wir da mal hin. Also tatsächlich ist es immer schwierig, ne? Also wenn es dann halt Leute sind, die halt vielleicht nicht so intelligent sind. Und dann eben, ja. Ich hol sie mal mit. Wir können die nämlich hier ablenken. Für euch. Dann wird's immer ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen anstrengender. Und vielleicht dann auch sehr, 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 sehr schwierig. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel.
Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Weil ein schwierigeres Volk auch immer schwierige... Also ein Volk, das vielleicht nicht so intelligent ist, dann immer wieder schwierigere Probleme mit sich bringt. Ne? Verdammte Straßenakrobaten! Alle verrückt! Der muss spät dran sein. Chill mal. Dieser Hass. Okay. Wir könnten hier hoch. Nein. Nein. Aber seht ihr das, was ich auch sehe? Es ist so traurig. Wir warten auf ihn. Och Mann. Ein kluges Volk wird kluge Entscheidungen bringen, aber es müssen halt die richtigen Entscheider dabei sein, ne? Es kommt davon links, alles klar. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Der Dogenpalast. Entschuldigung. Der Dogenpalast ist so nicht zu betreten. Der Dogenpalast ist nämlich anscheinend direkt neben der Kirche. Das wusste ich auch nicht. Dass die alte Residenz quasi nebendran ist. Da war das wohl ein schlauer Fuchs. Ah ja, hier. Und hoch. Was war das? Soli. Einmal hier hoch, 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 hoch. Hoch. Perfekt. Perfetto. Ich warte nur auf den Kollegen da unten. Genau, rechts ist die Basilika. Genau, rechts davon. Also wir haben die ganze Zeit auf das richtige Gebäude geschielt. Oh, komm schon, Junge. Auf der anderen Seite ist dann der Dogenpalast. Okay, also gut, dass wir die Basilika schon gesehen haben. Ich habe mich schon gewundert, so hä? Aber ja, anscheinend ein schöner Doppelbau. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Wir synchronisieren gerade, wenn wir eh hier sind. Falls wir das noch nicht haben. Dann haben wir es jetzt. Abmarsch. Na, hallo, danke. Okay. Er klettert runter. Ich spazier mal rüber. Meine Güte, da könnte ja auch mal ein Assassine werden. Immer der gleiche Kletterer-Dutch. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Hier links, ne? Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Ist auch zum Glück abgesteckt, der Bereich, also. So viel falsch können wir hier auch nicht machen. So lieb. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Ja, klaro. Hurschemul. Abfahrt. Sieht eher riskant aus. So lieb. Dann machen wir das so. So, noch besser unterwegs. Ganz hoch. Sehr gut. Na, kommst du hinterher? Jo. Alter, als ob der sterben würde. Ah, hier ist aber alles schon eingezäunt. Nicht so schön. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signori?
Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht. Ich wollte wirklich nicht. Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Gut, hier lang. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao.